Es gibt offizielle Zahlen vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, sind nicht mehr ganz neu. Das sind 11 Millionen Tonnen. Manche Quellen, wie der WWF beispielsweise, sprechen sogar von 18 Millionen Tonnen. Das wäre eine Menge, jede Minute eine Lastwagenladung voll Lebensmittel wird weggeworfen. Also Lebensmittelabfälle im Jahr ist es immer. Das sind aber auch nur geschätzte Zahlen, weil offen und hochgerechnete Zahlen, es gibt Erhebungen und Studien, die allerdings immer auf ihre eigenen Schwächen hinweisen. Was nicht dabei ist, sind auch die Verluste in der Landwirtschaft. Da rechnet man ungefähr mit 5%, wenn es stimmt. Wie gesagt, exakte Studien und Statistiken dazu gibt es bisher nicht, sind aber beabsichtigt. Und in der Mitteilung oder in der Veröffentlichung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft wird behauptet, dass 61% der Lebensmittelverschwendung in privaten Haushalten stattfindet. Kann man kritisieren oder kann man in Zweifel ziehen. 17% wären demnach von der Industrie und von Großverbrauchern verursacht. Und das würde bedeuten, dass in privaten Haushalten, um das bildlicher zu machen, pro Kopf und Jahr 55 Kilogramm Lebensmittel weggeworfen werden. Wenn diese Lebensmittelabfälle vermieden werden könnten in ganz Deutschland, könnten wir pro Jahr, und das ist der wirtschaftliche Aspekt, 30 Millionen Euro einsparen. Eine ganze Menge, die sinnvollerweise sicher gerne auch woanders eingesetzt werden könnte. Produzenten haben wir nur zu tun, wenn es jetzt um Bauernmarkt, wenn wir am Bauernmarkt abholen, dienstags wird die Pro-Kartoffel auch am Ende des Bauernmarkts, dürfen wir abholen im Kloster, das sind wir natürlich mit den Produzenten, das ist immer ganz schön, wir wissen, dass wir kommen und da wird auch schon etwas mehr gebracht zum Bauernmarkt. Ansonsten sind wir natürlich abhängig von den Geschäften, Aldi, Lidl, AEZ, und das ganze andere, was so. Ich glaube, da ist man natürlich nicht abhängig von irgendjemandem. Es gibt ja viele parallele Bewegungen, die sich mit dem Thema letztendlich beschäftigen. Eine interessante, finde ich, neue, das ist diese Thematik über die wahren Kosten der Lebensmittel, also diese True-Cost-Kampagne. Es ist nicht so, dass die Lebensmittel so billig sind, wie sie uns ja offeriert werden, sondern der Preis ist wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel höher. Und das müssen wir uns verinnerlichen und das müssen wir akzeptieren. Wenn die Lebensmittel teurer würden und wertvoller und wertgeschätzter, dann würde man nicht so viel wegschmeißen. Was jetzt speziell die Produzentenseite betrifft, habe ich mir gedacht, wird sicher ein Großteil auch deswegen weggeschmissen, weil es halt nicht diesen, ich sage jetzt mal, Schönheitsnormen entspricht. Mhm. Und also da müsste man, denke ich, gesetzlich rangehen, also auch von der politischen Seite, dass man diesen Unsinn, dass das also genau festgeschrieben ist, wie krumme Banane oder wie krumme Gurke sein darf oder nicht sein darf und dann praktisch aussortiert wird. Also diese Dinge, das müsste man von der politischen, gesetzgeberischen Seite angehen. Natürlich auch Verbraucheraufklärung und so, weil ich meine, die Qualität hängt ja nicht jetzt von der Gurkenkrümmung ab, sondern von anderen Dingen. Ich habe hier einen reinen Verbraucherblick und als Verbraucher stoßt mir natürlich auf, dass das Ganze eine wahnsinnige Spiegelfechterei ist. Das heißt, ich zahle über meine Steuern die riesigen Subventionen, über die sich die Unternehmer, die Produzenten schamlos bedienen, um dann im Geschäft weisgemacht zu bekommen, dass dieses oder jenes nur so viel kostet. Und die Kosten, die ich aber über meine Steuern bereits abgeführt habe für diese Lebensmittel, die erfahre ich nicht mal. Was ich auch sagen will, ich finde es gut, wenn die Politik was macht und dass die gefordert ist, aber ich finde, es ist total wichtig und an der Zeit, dass wir
selber, dass jeder einzelne Mensch wirklich selber in die Verantwortung kommt und bereit ist dazu, diese Verantwortung zu übernehmen, sich wirklich selbst zu interessieren. Ich erlebe so an Enkeln und ihren Freunden, dass da schon ein neues Bewusstsein wächst. Und zwar hat es angefangen mit dem Fleisch, dass sie Fleisch weitgehend verweigern und die Tiere im Blick haben. Ich fand das schon mal ganz gut. Da sind einige sogar, die vegan kochen. Es ist allerdings auch eine Frage des Geldbeutels. Im Moment gibt es anscheinend für die Landwirtschaft 60 Milliarden Euro im Jahr. Davon kommen 6 Milliarden nach Deutschland. Und das Problem dieser Förderung ist ja, dass sie flächenmäßig verteilt werden, pro Hektar gezahlt werden. Das heißt, die großen Betriebe bekommen wesentlich mehr. Also wenn einer 1000 Hektar hat, dann kriegt er einfach 250.000 Euro im Jahr einfach so. Und die Leistungen, die er dafür erbringt, werden ja nicht honoriert in dem Sinn. Das ist ja. Und das will man ja schon seit Jahren abschaffen. Jedes Mal gibt es ja Demonstrationen oder in Berlin oder in München. Es gibt einen zweiten Topf. Diese zweite Säule, der werden also Nachhaltigkeitsprojekte gefördert und der Biolandbau, aber das ist in der Summe nur 1,5 Milliarden in Deutschland. Und es werden da aber auch Handelsprojekte gefördert, Internetanschluss, das läuft alles in diesem großen Projekt, die Entwicklung des ländlichen Raumes. Da kommt auch nur ein Teil bei den Bauern an. Und das versucht man ja schon seit Jahren einfach zu ändern, zu sagen, man will eine Förderung, die gebunden ist an diese Leistung, die der Landwirt erbringt, im Sinne von Nachhaltigkeit, vom Bund Naturschutz in Qualitätserzeugung. Und da müssten auch die Biobauern ja auch anders gefördert werden dann. Ja, das war jetzt diese Sache mit der Förderpolitik. Also die führt natürlich, ganz klar, so wie sie jetzt ist, zu immer größeren Betrieben und zu immer mehr Produktion. Dann ist es ja auch so, dass jetzt wird es auf den Weltmarkt gebracht, versucht irgendwo unterzubringen. Aber grundsätzlich ist es mit dieser Förderpolitik nicht möglich gewesen, eigentlich eine Produktion hinzubekommen, die quasi allen dient, auch die also so ausgewogen ist, dass wir uns gut ernähren können, ohne dass wir große Überschüsse produzieren, die eigentlich irgendwo sinnlos vernichtet werden oder billig verkauft werden. Und auch, ja, auch wenn man das Beispiel Afrika sieht, dann ja auch noch in die Märkte dort eingreifen und die kaputt machen. Schaut euch das mal an, was der Bauernverband fordert, nämlich wachsen und wachsen oder weichen ist die große Mantra seit Jahrzehnten. Nach wie vor. Die kleinen Familienbetriebe, wo man regional und auch verbrauchernah erzeugen könnte und absetzen könnte, wird kaputt gemacht zugunsten großer agrarindustriellen Wirtschaft. Und der Herr, der hier Bauernverbandspräsident ist, das ist einer der größten agrarindustriellen produzierenden Unternehmen. Das muss man wissen, und die haben entsprechende Einflüsse auf die EU-Politik, die 2019, das ist ganz wichtig, wenn man politisch tätig werden will, jetzt auf die Politiker, die EU-Abgeordneten, die Bundesregierung Einfluss nimmt, dass sich da was ändert zugunsten, du hast es auch schon gesagt, Förderung der biologischen Landwirtschaft. Also das, was der Gemeinschaft dient, muss gefördert werden, nicht das, was Einzelinteressen dient. Aber es ist widerlegt, dass wir unsere Gesamtbevölkerung, Weltgesamtbevölkerung nicht ernähren könnten. Man muss bloß die Produktion umstellen. Und das geht weg von der agrarindustriellen Produktion. Die ist nicht leistungsfähig. Das muss deutlich gesagt werden. Was positiv läuft, ist Permakultur beispielsweise, auch in Entwicklungsländern, in sogenannten Entwicklungsländern. Also ein gemeinsamer Anbau von verschiedenen Früchten und so weiter. Und das auf biologischer Basis ist wahnsinnig effizient, spart Herbizide, spart Kunstdünger und so weiter. Also der Weg ist eigentlich der einzige Weg, der uns retten kann. Das Problem, was ich bei diesen
Initiativen, inklusive auch Ländern wie Frankreich und so weiter, sehe, ist, dass wir am bestehenden System eigentlich nichts ändern. Wir regulieren an ganz später Stelle im Ablauf der Produktionskette. Eigentlich viel zu spät. Wenn wir wirklich was ändern wollen, dann müssen wir viel, viel weiter nach vorne gehen, in den Herstellungsprozess von Lebensmitteln. Und das ist natürlich ein sehr, sehr großer Eingriff, wo man grundsätzlich mal überlegen muss, die Mengenproduktion, die wir hier machen, wir produzieren ja nicht für unseren Markt, sondern wir produzieren ja in hohem Maße für den Export. Das ist bei pflanzlichen Lebensmitteln vielleicht gar nicht so eklatant, aber wo es meines Erachtens extrem unethisch und unmoralisch ist, es ist bei Lebensmitteln tierischer Herkunft, bei Milch und Fleisch. Wir sagen ja, wir produzieren 130% von unserem Bedarf. Das Problem bei Fleisch und bei Milch ist aber, dass der Bedarf, der hier angesetzt wird, der ist ja von Haus aus schon 100% über dem, was er wirklich ist. Das heißt, wir produzieren in Wahrheit oder haben einen Selbstversorgungsgrad, wenn man vernünftigen Verzehr zugrunde legen würde, dann hat man also weit über 200%. Und das ist ein Wirtschaftssystem oder ein Produktionssystem, das zwangsläufig dazu führen muss, dass wir Überschüsse produzieren, die der Markt, auch der Weltmarkt, nicht abnimmt. Das haben wir ja, erleben wir ja. Dann jammern sie alle wegen Russland-Boykott, wobei das eigentlich auch keine wirkliche Ursache ist. Das ist immer nur so Ablenkmanöver in irgendeine Richtung. Das Problem ist, dass wir schlicht und ergreifend zu viel produzieren. Solange man also so produziert in einem Land, auf Überschuss, möglichst billig, solange diese Grundeinstellung notwendig ist, um im Weltmarkt bestehen oder im europäischen Markt bestehen zu können, nützt es uns gar nichts, wenn wir 10% weniger wegwerfen. Das ist Tropfen auf den Stein. Uns zahlt der Verbraucher, indem er die Hähnchenbrüste kauft, das ganze restliche Zeug, und deswegen könnte es zum Spottpreis nach Afrika exportiert werden und dort praktisch dann die lokale Wirtschaft kaputt machen, weil die an den Flügeln gar nichts mehr verdienen müssen, weil es im Endeffekt über die Brust bei uns schon zahlt ist. Was man halt machen kann, auch jetzt unabhängig von der Politik, wenn man will, dass man eben schaut, dass man möglichst viel regional produziert und regional, als aber das ist dann wieder die Sicht des Verbrauchers, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher einfach regional einkaufen. Ja, wir sind da wohl wieder im Kopf gegangen bei der bisherigen Diskussion. Zum einen, als du die Fleischüberproduktion angesprochen hast, da ist dazu zu sagen, die ist natürlich nur möglich, weil wir die dritte Welt gnadenlos ausbeuten mit Futtermitteln. Und dann jammern wir, dass die Urwälder abgeholzt werden in Brasilien. Aus Sicht einer vernünftigen Sozialpolitik dürfte es die Tafeln nicht geben. Und deswegen ist die vernünftige Änderung, den Leuten das Geld zum Lebensunterhalt so zu dimensionieren, dass sie vernünftige Lebensmittel einkaufen können für dieses Geld. Und was müssen stattdessen einkaufen? Irgendwelchen dickmachenden Ramsch. Und wenn man die Ärzteberichte und das schaut, dann sieht man, dass komischerweise eben von gewissen Krankheiten hauptsächlich die mit den niedrigsten Einkommen betroffen sind. Wir haben ein Zweiklassensystem auch im Lebensmittelbereich geschaffen, ohne Not. Und das darf auch nicht sein. Und das wegen der, was also die Preise und die Kosten betrifft, gell? Das ist auch etwas, was man viel mehr im Fokus nehmen muss. Das kann nicht angehen, dass die einen den Schrott essen müssen und dann krank werden, gell? Sicher haben es zum Teil selbst schuld. Und die anderen, die haben die Möglichkeit, die guten, die edlen, die gut schmeckenden Sachen zu kriegen. Das akzeptieren wir, als ob das Gott gegeben wäre. Ist es aber nicht.